Wir stehen jetzt hier auf Gut Rheinau in der Tierhaltung. Neben mir ist der Andi Welle, der hier die Tierhaltung verantwortet. Und wir haben gesagt, wir werden euch drei Sachen sagen. Züchtung, dann die ganze muttergestützte Kälberaufzucht. Dann möchte ich etwas wissen über sein Verhältnis Mensch und Tier. Und wir schauen noch die Zoo- und Geissenhaltung kurz an. Also ihr seht jetzt hier den Stall. Und im Moment haben wir rund 60 Kühe drin. Plus Kalber und im Moment läuft ein Zuchtstier mit. Gehen wir zuerst mal auf die Zucht, oder? Also du hast dich einfach entschieden, es gibt eine Kuh hat keine Farbe, wie die Isländer. Ja, im Prinzip hat sich das halt einfach so ergeben. Aus dem heraus, dass ich auf dem Betrieb, wo ich vorher dann war, bei mir der Originalbraunen gearbeitet habe und auf dem Betrieb da die Herde übernommen habe, wo vor allem Swiss Fleckvieh war. Und ich habe dann eigentlich den Zweinutzungstyp im Swiss Fleckvieh mit Simmentaler bearbeitet, plus mit den originalbraunen Stieren aus meinem alten Betrieb raus, weil ich halt dort einfach das Vererbungsmuster kenne. Und das ist mir ja eigentlich das Wichtigste, weil mit den Papierzüchten, da kannst du mal Glück haben und mal einfach auch reinlaufen. Und so habe ich eigentlich auf das zurückgegriffen, was ich schon kenne. Was verlangst du von einer Kuh? Also eine Kuh muss im Prinzip ohne grosse Gebrauchsanweisung wie können funktionieren auf einem Betrieb. Und sie sollte die Fähigkeit haben, sich können anpassen, dass man nicht muss mit dem Medikamentenköfferli und dem Total-Mischration-Futterwagen dauernd der Kuh hinten reinfahren, sondern dass sie wie die Fähigkeit hat, aus dem Futter, was da auf dem Betrieb anfällt, gesund zu bleiben und eine ansprechende Leistung. Klar kann man das auch noch in Zahlen fassen. Ich finde zum Beispiel, wenn eine Kuh das Zehnfache vom Körpergewicht als Jahresmilchleistung bringt, ist das sehr eine gute Kuh. Also eine 600-kilönige Kuh mit 6'000 Liter Milch im Jahr, das ist für mich eine sehr gute Kuh. Andi, wir haben jetzt hier zwei Kühe, einen starken Redholstein, eine rotbunte und eine Gurkuh, fast eine rein braune. Sie sehen aber, wenn man gut schaut, fast gleich aus. Kannst du uns den Typ ein bisschen erklären? Und wie stark hast du da den Typ schon, den du suchst? Also da habe ich ihn ganz sicher, weil das ist ja schon quasi aus einer Linie raus, wo ich schon als Jungbauer quasi in die Richtung gezüchtet habe. Das ist eine Originalbraune. Sie ist jetzt hochträchtig, hat auch darum natürlich eine besonders grosse Tiefe, aber sie hat einfach, klar, das hat ja jeder Züchter gern, einfach ein gutes Fundament. Aber für mich ist wichtig, dass sie eben so mittelgross und man sieht schon, ist eine ganz ruhige. Ja. Und hinter mir sehen wir jetzt wirklich so eine Kuh, wie sie du gezüchtet hast. Und das ist schon, also das ist jetzt noch eine von den letzten, wo wirklich, das ist jetzt glaube ich im Moment noch die grösste. Und die ist schon einfach, die ist riesig, aber sie ist ja immer noch da, weil sie gesund ist. Die gibt schön Milch und ist gesund, aber sie entspricht eigentlich gar nicht meinem Zuchtziel. Was gefällt dir nicht? Also im Prinzip ist Aufwand und Ertrag bei diesen Kühen für mich in einem schlechten Verhältnis. Wie stark lassen sie sich dann abmelden? Die Herausforderung wird immer grösser. Also ich habe den letzten Sommer da im 20, in 3 Wochen müssen Silo futtern, weil wir einfach kein Gras mehr hatten. Und dort sind halt die kleinen, kompakteren Kühe, die können viel eher mal mit der Leistung ein bisschen runterfahren oder wieder rauffahren oder bleiben mit der Leistung gleich und nehmen sie ein bisschen aus dem Körper. Und die grossen Kühe, wenn sie es gut machen, dann fallen sie mit der Leistung zusammen und werden nicht krank. Und das ist so bei denen, das machen die können das wirklich. Aber eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, die leiden einfach mehr unter diesen Schwankungen. Da stehen wir jetzt im Ammenkuhstall. Kannst du ein bisschen erklären, was jetzt die Ammen da machen? Also die Ammen kümmern sich da um Kälber und tränken die. Tränken. Und hinten sieht man Kälber nicht, weil sie sich hinter den Strohballen verstecken, die Kleinen. Und die Grossen liegen bei den Kühen ganz vertraut. Und man sieht dort eins, man sieht es von daher vielleicht nicht so gut, aber das hat jetzt so ein gelbes Blättchen in der Nase. Und das sauft nicht mehr an der Kuh. Das kann nicht mehr saufen, weil das Blättchen drückt die Zitze weg. Das heisst, mit dem kann ich wie zweistufig absetzen. Weil das ist ja für viele auch ein bisschen eine Horrorvision, das Blähen, das man hat, wenn man Kälber absetzt. Und so sind die noch bei den Ammen oder Müttern und können aber nicht mehr saufen. Und sie sind etwa einen Tag, sie sind ein bisschen irritiert. Manchmal blähen sie auch ein bisschen. Aber
sie sind trotzdem noch im ganzen Herdenverbund rein und nach 2-3 Tagen eben, ist das kein Problem. Sie fangen sofort an mehr fressen. Da sieht man eins mit dem gelben Blättchen. Und so habe ich sie noch etwa 14 Tage in dieser Gruppe und nachher gehen sie auf den Aufzuchtbetrieb. Entweder wird dann die Amme, die ich absetze, wieder Milchkuh, oder es kommen kleine Kälbchen nachher, die ich dann an die angewöhne. Vorteil von der Mutter- und Amme-gestützten Kalberaufzucht ist mir ganz sicher, dass Kalbergesundheit. Beim Arbeitsaufwand bin ich etwas vorsichtiger, weil also sicher habe ich nicht den Aufwand, dass ich muss melken und dann Kalber tränken und Kübel waschen. Das habe ich alles nicht. Aber dafür bin ich einfach mit der Beobachtung. Ich sage jetzt mal, also ich für mich habe weniger Aufwand, aber das ist vielleicht für jemand anders wieder anders. Ja, für die Kuh ist es halt auch so, dass sie mal sicher die ersten 3 Wochen sowieso kann Mutter sein und zum Teil dann einfach bis 4-5 Monate ja ihr eigenes und noch ein Fremdkalb dabei hat. Plus das, was ich schon gesagt habe, ist, dass dann die Integration von der jungen Kühe wieder in die Herde, das ist natürlich phänomenal. Viel besser, als wenn ich würde Kalber separat aufziehen, ganz auf Mensch fixiert und dann wieder in die Herde rein tun. Und da hast du kein Problem mit der Milch oder der Hygiene oder dass das Melken nicht verträgt oder was immer? Ja, das gibt immer wieder Probleme, aber das ist wie ein Teil vom Zuchtziel. Also im Prinzip das System tut mitzüchten, oder? Das ist ja bei jedem System. Ein Roboterstall, der tut auch mitzüchten, indem man einfach nur noch Euter hat, wo funktionieren am Roboter. Und das ist bei mir eigentlich genau gleich. Ich habe zum Beispiel eine Kuh in die Mutterkuhhaltung gegeben, weil die hat nur ihr Kalb hergelassen und hat weder ein Fremdes hergelassen, noch wollte Milch geben im Milchstand. Und dann habe ich die halt in die Mutterkuhhaltung verkauft. Oder? Jetzt sagt man immer, das Biodynamisch ist so eine feste Lehre, wo so klare Sachen muss einhalten muss. Und jetzt hört man von dir, dass man eigentlich jeden Tag muss neu entscheiden und gut beobachten muss. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich weiß nicht. Ich kenne es biodynamisch nicht als feste Lehre. Ich habe das als Anregung gesehen, ich das für eigene Gedanken und eigene Wahrnehmungen zu schulen. Also es geht vor allem um das bei mir. Also verstehst du es biodynamisch als eine Art Spielraum, wo du dein eigenes kannst entwickeln? Also ich verstehe es biodynamisch so, dass man sich getraut, Fragen zu stellen über Sachen raus, die man einfach noch so sieht, sondern dass man sich einfach getraut, weiter zu fragen und aber auch mit Fragen lernt zu leben. Also das ist für mich biodynamisch. Jetzt sind wir da im Melkstand. Melkt ein biodynamischer Bauer anders als ein konventioneller, meinst du? Mir ist ganz wichtig, und das habe ich ja auch schon draußen gesagt, jede Kuh ist ja auch eine Mutter und ich finde halt das Bild dort, das ist ja das Bild vom Segantini, die beiden Mütter. Und das habe ich wirklich bewusst hier im Erststand aufgehängt, erst einmal für mich selber, dass ich das auch da innen nicht vergesse, dass eine Kuh nicht nur ein Nutztier ist, sondern einfach wirklich, es ist ein Wegbegleiter von uns Menschen. Und ich finde das wichtig, dass einem das nicht verloren geht. Und das kann einem natürlich im Alltag und so ja, schnell verloren gehen. Und habe das Bild aufgehängt, dass auch meine Auszubildenden irgendwie sich auch über das Gedanken machen. Ich finde, das ist ganz wichtig. Und ja, das ist für mich der Aspekt vom Biodynamischen. Kannst du das Horn da finden? Hä? Andi, jetzt gehen wir noch in den Geissenstall. Also, du hast ja ein ganz spezielles System, wo ich dich sehr bewundere dafür, dass du da Geissen eigentlich in Kuhherden integriert hast. Kannst du mir sagen, warum machst du das? Quasi Mischkultur in der Tierhaltung. Wenn Geissen mit den Kühen auf der Weide laufen, hat das den Effekt, dass zum Beispiel Geissen ja ganz anders fressen. Zum Beispiel Placken. Gut, wir haben jetzt auf dem Betrieb wirklich nicht so viele Placken, aber auf dem Betrieb, wo ich im Jura war, hatte ich in der Weide wirklich auch keine Probleme mit den Placken gehabt, weil Geissen fressen die, oder? Ja, wir haben hier eure Säuleherde. Kannst du etwas über die Sauhaltung von Gut Rheinau sagen? Das Ziel ist so eine Muttersau und etwa 1,5 bis 2 Würfe pro Jahr. Und für das haben wir so genug Abfallprodukte, Gemüse, ein bisschen Abgang, Getreide, Herdöpfel. Das ist hauptsächlich Turopolie. Plus ein bisschen Wullensau, plus eigentlich jede Haussaurasse, die es gibt, ist hier noch vertreten. Aber ich würde sagen, so 80% sind Turopolie. Also Andi, ich danke vielmals.
Die nächste Station von unserer Hofführung ist der Galgenbuck. Der Galgenbuck ist ein, wie ein eigener Hof. Die Ladina Erismann ist zuständig für die Hühner. Ladina, du bist ja ausgebildete Landwirtin. Du hast 4-jährige Lehre gemacht. Und somit ich mich erinnern kann, hast du Diplomarbeit gemacht über das Demeterhuhn. Was ist das Demeterhuhn? Das gibt es für mich eben noch nicht. Und darum bin ich da ja im kleinen Rahmen am das jetzt suchen. Und ich denke, schlussendlich ist es wahrscheinlich auf jedem Hof ein anderes. Genau wie bei den anderen Tieren auch. Also wir müssen einfach Hofrassen finden, die mit dem Standortschlag kommen und mit dem Futter da. Es ist nicht eine Rasse. Ich will einfach ein gutes Huhn von da, wo nicht geimpft muss werden, wo da ausbrütet wird, da gross wird. Ich mag nicht irgendeine Bibel von irgendwo anders her haben. Ich denke, das ist einfach wenig Stress für die Tiere und darum sind sie auch gesünder. Was sehen wir jetzt da für Hühner? Da sehen wir Australorps. Das ist so eine gute Fleisch- und Eierrasse, die schwarze. Da ist noch Spitzhubenappenzeller, ist schon 5 Jahre alt, aber die gefallen mir eben nicht so. Sie sind zu dünn für auch noch Fleisch, gerne nicht so viel her. Dann hat es noch verschiedene Kreuzungen, die ihr hier seht. Dann dort unten ein Marron-Gückel, das ist ein französischer, der eben zu und dunkelbraune Eier legt. Weil ich will möglichst viel Farbe von den Eiern, so für den Direktverkauf. Und die schönen, die so braun-schwarze Federn haben. Das sind Barnefelder, genau. Und halt eben alle Kreuzungen davon, weil sie brüten die auch noch selber. Und ich nehme auch die eigenen Eier. Uns nimmt natürlich wahnsinnig Wunder jetzt, Ladina. Hast du bei diesen vielen Rassen, die du jetzt hier schon hast, ein paar, die gedacht hast, ja, das kommt gut? Also alle, die ich jetzt habe. Aber so Barnefelder, die sind noch recht kräftig und darum schön. Barnefelder, die gibt es schon. Und, aber die jetzt noch gekreuzt mit den anderen, bin ich jetzt gespannt. Das sehe ich erst im Frühling. Ja. Macht das erst seit einem Jahr. Also, wir stehen jetzt hier beim Ackerbaubauer von Gut Rheinau, das ist der Moritz Erismann. Und wie sieht deine Düngerstrategie aus? Die Pflanzenernährungsstrategie, die wir hier fahren, die fängt eigentlich bei der Fruchtfolge an, dass wir dort von den Kulturanteilen innerhalb von der Fruchtfolge eine gewisse Ausgleichheit haben. Also, dass wir haben 30% Kunstwiesen in der Fruchtfolge. Das ist klar eine Kultur, die hilft. Also, der Bodengesundheit einerseits hilft, andererseits auch Nährstoff zur Verfügung gestellt. Dann haben wir rund 25% Gemüsekulturen, was sicher eine zehrende Kultur ist. Und dann etwa 45% Getreide, Leinen, Hirsen, wo ich davon ausgehe, dass die eigentlich sagen wir, humusspiegelhaltend sind. Dann weiter wichtig sind Gründüngungen, die wir zwischen den Hauptkulturen anpflanzen und das Zwischenfutter. Und als drittes eigentlich Nährstoff aus der eigenen Tierhaltung. Das ist die Gülle und der Mist. Die Gülle geht der Grossteil eigentlich im Frühling ins Getreide. Den Sommer durch im Futterbau. Und ja, gelangt so auch wieder in den grossen Kreislauf. Und der ganze Mist, den kompostieren wir. Und durch Kompostierung erreichen wir eigentlich auch eine gewisse Bindung und Stabilisierung von diesen Nährstoffen, eine Gesundung vom Boden. Bodenfruchtbarkeit fördern. Düngerpräparate, die kommen einerseits in die Gülle, werden dort eingemischt, andererseits bringen wir sie ein- bis zweimal in den Kompost ein. Im Kompost ist das eigentlich so das erste Mal nach dem Abschluss von der Heissrottephase, also nach der intensiven Phase, wo er häufig gewendet wird. Und dann, wenn wir die Möglichkeit haben, den Kompost länger liegen zu lassen, dann eigentlich beim letzten Mal wenden, bringen wir nochmal Düngerpräparat mit ein. Es gibt wenig Maschinen, die man im Biodynamischen braucht, speziell für das Biodynamische. Etwas davon ist die Spritzen. Und da stehen wir jetzt vor einer Spritze. Was ist das für eine Spritze, Moritz? Ja, das ist eigentlich eine Gebläsespritze. Die ist ursprünglich mal für Pflanzenschutzmittel im Obstbau zum dort ausbringen. Und wir verwenden sie für Sormist und für das Kieselpräparat. Ich sehe, es hat oben einen Rüssel, der ist verstellbar auf allen Seiten, auf und ab. Unten hat es ein Gebläse. Das Präparat wird da mit diesen Düsen in den Luftstrom dosiert. Und wir machen es so, für das Hormischpräparat schrauben wir bei einer Düse den Tropfstopp raus und dann macht sie relativ grobe Tropfen. Für das Hornkiesel schrauben wir die Düse wieder rein und dann haben wir eigentlich eine feine Verstäubung. Und das Gute daran ist, dass wir, vorausgesetzt, wir haben die richtigen Windverhältnisse, können wir mit sehr wenig Überfahrten eine grosse Fläche machen.
Aber wir gehen jetzt hier in den Präparatekeller von Gut Rheinau. Und da hinten ist die sogenannte Präparatekiste. Das ist eine Kiste, die hier isoliert ist. Da drin hat es pflanzliches Isolationsmaterial, so dass jedes Präparat kann separat gelagert werden und nicht miteinander kommt. Das Isolationsmaterial sieht man da, das ist Torf oder ihr könnt auch Lärchennadeln nehmen oder irgendetwas. Da ist eine Lärchennadel, seht ihr. Also das ist ein Isolationsmaterial, so dass wenn man da zutut, dann eigentlich jedes Präparat in einem eigenen, isolierten Kasten drin ist. Wichtig ist, dass die Präparate die richtige Feuchtigkeit hat, dass sie nicht zu trocken werden, aber auch nicht schlammig. So, dass man die Feuchtigkeit regulieren kann. Die Präparate selber, die sind dann da in so Tontöpfen, sind sie da drin. Und das ist das sogenannte Brennnesselpräparat. Da seht ihr, wenn ich das anlange, ist es eher ein bisschen trocken, aber es hat doch eine schöne Feuchtigkeit noch dran. Und das ist genau ideal, wie man das braucht. Das ist ein Brennnessel, wo etwa ein Jahr lang im eigenen Boden humusiert worden ist. Dann da haben wir ein anderes Präparat. Das ist das Kamillenpräparat. Kamillenblüte ist zusammen in einem Kuhdarm humusiert. Das ist die Schafgarbe. Das ist also reine Schafgarbenblüte, humusiert in einer Hirschblase rein. Dann haben wir hier ein Normalis. Das ist das Grundpräparat, das ist das Hornmischpräparat. Das ist also Kuhmist in einem Kuhhorn rein. Und da seht ihr jetzt da, das ist genau die richtige Feuchtigkeit, nicht zu feucht. Das ist jetzt fast ein bisschen feucht, das könnte noch ein bisschen trocken sein. Und das ist jetzt also Kuhfladen in einem Horn rein, aufbewahrt. Es schmeckt sehr waldig, aber sehr dezent, also nicht stark. Das ist das Baldrian-Präparat. Das ist eigentlich nur Blütenessenz im Wasser gemacht. 3-4 Tage Blüten eingeweicht. Wie dass man die genau macht, tut man dann am Präparatetag genau noch erklären. Wir sind im Präparatekeller gewesen. Und jetzt sind wir ja da bei Gut Rheinau an einem Generationenwechsel von den alten Präparatekönner wie der Hans Bruwalder auf dich. Und du machst jetzt neue Präparate auf dem Betrieb. Was ist dir besonders anliegen jetzt, wie du das wirst ändern im Vergleich zu vorher? Also, eins, was ich ändere, ist, dass ich Präparate aufhole. An Galgenbuck wird der neue Keller, einfach, dass ich es näher habe. Das andere ist, dass ich jetzt vom Hans noch so viel lerne wie möglich, weil er jetzt noch da ist und ich bin auch jeweils gar nicht zu ihm und mache mit ihm zusammen Präparat. Und dann habe ich auch eine Gruppe gegründet mit noch Bauern von anderen Höfen hier, die auch zum Teil sehr erfahren schon sind. Und dann treffen wir uns drum und machen zusammen. Also wir sammeln auf dem Hof die Kräuter und die Pflanzen, machen dann aber zusammen über das Jahr Präparat. Jetzt zum Beispiel Anfang Januar haben wir Kiesel zusammen gemahlen. Und als nächstes werden wir dann Ostersachen machen. Und das wird jeweils ein Familienfest am Sonntag auch. Das machen wir alle zusammen mit Kind. Wir sind halt eine andere Generation noch. Und auch alle vom Hof dürfen natürlich kommen. Und was wir auch noch machen, das ist auch noch wichtig, einmal im Monat treffen wir uns zum zusammen lesen und dann darüber diskutieren. Also das heisst, es ist für dich, das Biodynamische ist auch eine kleine Kultur, oder? Es ist vor allem Kultur, ja. Also darum bin ich da. Extrem spannend und für die Kultur, ja, zu denen gehören Präparate, aber auch als ständige Auseinandersetzung mit dem Präparat. Es ist auch etwas, wo man immer wieder einen Zugang finden muss. Und jede Frage, die gestellt wird, ist spannend, weil dann muss man selber, ja, etwas ausprobieren. Zum Beispiel da dann habe ich mit den Kindern Brennnesseln vergraben und dann ist auch verschiedenste Arten vergraben. Nicht einfach so, wie es der Hans macht, nicht einfach so, wie es Regina macht. Und dann schaue ich dann selber, was ich so davon halte. Und die Präparate sind ja sehr klar vorgegeben, was das heisst. Und jetzt kommst du und sagst, ich will doch wieder alles erforschen. Wie passt das zusammen? Für mich, ich verstehe alles, was damals vom Steiner gesagt wurde, ist eigentlich als Aufforderung. Arbeitet damit, macht es selber, probiert aus. Also zum Beispiel jetzt bei den Brennnesseln, dann haben wir sie verschieden vergraben. Ohne eine Hülle, mit einer Hülle, in einem Sack, in einer Tonröhre. Ich meine, ich muss doch selber sehen nachher, wenn ich es ausgrabe, wie es so ist, wie es mir gefällt. Wir stehen jetzt hier vor einem Präparat der Rührfass von Gut Rheinau. Was muss man achten, wenn man so eine Rührstation einrichtet? Ja, dass das Fass sicher gerade stellen kann, dass du mit dem Traktor kannst zufahren kannst. Noch schöner wäre, wenn das Fass
3 Meter höher wäre, dass das Präparat einfach kannst, in den Tank hineinlaufen lassen. So musst du es zuerst raussaugen. Dann ja, musst du das Fass so können positionieren, dass der Besen wirklich in der Mitte ist. Das ist wichtig, sonst wird es der Keim mühsam. Und dass der Besen eine gewisse Länge hat, macht es auch viel einfacher zum Rühren. Also wenn der Besen nur so lang ist, wird es Keim streng. Wie tust du genau rühren? Also wir schauen, dass wir sauberes Wasser drin haben. Wir schauen, dass das Wasser leicht temperiert ist. Und dann ja, lösen wir von Hand das Horn drin auf. Und nachher rührst eine Stunde lang, gehst ja, so richtwertmässig Minuten diesen Weg herum. Fangst aussen an, bringst das Ganze in Bewegung. Und dann ziehst du langsam dir ein bisschen in die Mitte rein und erhöhst die Geschwindigkeit, bis du eigentlich wirklich einen schönen Wirbel hast. Dann brichst du ihn, bringst quasi das Chaos rein und bringst das Ganze auf die andere Seite in die Drehung. Und so weiter. Und auch noch in technischer Natur ist, dass wenn du das Präparat nachher rausnimmst, dass das fein Filter ist, sonst hat nämlich die liebe Technik nachher ein Problem. Du kommst ja aus einer Musikerfamilie und machst selber auch noch ein bisschen Kunst. Hängt das auch noch ein bisschen mit dem zusammen, dass du ein Biodynamiker geworden bist? Oder in der Kunst versuchst du ganz bewusst etwas zum Ausdruck zu bringen, dich mit etwas auseinanderzusetzen und dann ja, in eine Form oder in einen Ton hineinzubringen, wo etwas vermittelt und einen Ausdruck hat und einen Sinn, nicht nur einen Zweck. Und das suche ich eigentlich auch in der Landwirtschaft rein. Ich finde, man hat auch grosse gestalterische Kraft und Verantwortung als Bauer auf verschiedenste, sei das kulturell oder ökologisch, ganz simpel landschaftsgestalterische Aufgaben. Also, wir sind jetzt hier ins Büro geflüchtet. Es ist langsam ein bisschen kalt geworden draussen. Und wir sind hier an die Wärme gekommen und haben hier den Patrick getroffen. Und der Patrick hat jetzt seit kurzem auch das Ressort Biodiversität übernommen. Kannst du uns schnell sagen, was du auf dem Plan hier hast? Ja, wir haben hier verschiedene Ökoflächen. Das sind einerseits Naturwiesen und Hecken mit Krautzäunen. Wir haben insgesamt auf unserer Fläche um die 23% Ökoflächen, die wir bewirtschaften. Also wir haben viel Schwarzdorn und Weißdorn in den Hecken. Vor allem den Weißdorn, den sammeln wir im Sommer für das Heilmittel, wo wir den CRS abgeben. Warum bist du nicht mehr Zimmermann? Die Vielseitigkeit war für mich da entscheidend gewesen, dass ich den Schritt gemacht habe in die Landwirtschaft. Und eben auch im Sozialen, wir sind eine gute Crew, wo sich da gegenseitig gut ergänzen, das ist sehr viel wert. Patrick, du bist ja auch zuständig für die Rosse bei Gut Rheinau. Warum habt ihr Rosse? Ja, die Rosse gehören eigentlich auf einen biodynamischen Betrieb. Wir haben jetzt 5 Pensionäre, mit denen wird Reittherapie gemacht. Das ist eine eigene Firma, die mit betreuten Kindern und mit Patienten von der Klinik arbeiten. Wir haben auch noch 3 eigene Rosse, die brauchen wir ja immer ein bisschen mehr. Sie sind noch ein bisschen jung, aber wir setzen die auch ab und zu einsetzen auf dem Feld. Auf unserem Betriebsrundgang über Gut Rheinau sind wir jetzt hier im Kühlhaus von Gut Rheinau gelandet. Das ist das Reich von David Jakobsen. Wie viele Hektar hast du da in der Fruchtfolge? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Es sind so 12 bis 15 Hektar. Was ist dir wichtig im Gemüsebau, im biodynamischen, jetzt im Vergleich zum, sagen wir, Bio-Gemüsebau? Also ich denke, wichtig ist, dass es in einen Hof integriert ist. Also, dass es ein Teil ist von einem Hoforganismus, dass es nicht einfach ein Gemüsebetrieb ist, wo die Leute heimgehen und nachher stehen nur noch die Balloxen rum, sondern wo es lebt und wo Tiere mal auf diesen Flächen gewesen sind, wo wir Gemüse anbauen.
und wo möglichst der Dünger auch und der Nährstoffkreislauf respektiert wird. Jetzt haben wir gehört von Moritz, dass ihr ein relativ tiefes Düngerniveau habt, so auf 0,7 GVE pro Hektar. Merkst du das im Gemüse? Wir haben tatsächlich ein Problem, stark zehrende Kulturen anzubringen, ohne schnelle Dünger. Und da haben wir bis anhin immer ein bisschen zugedüngt mit Handelsdünger. Und da sind wir jetzt ein bisschen am Weg suchen, weil das finde ich ein wichtiger Punkt. Und was wir jetzt machen, ist, wir arbeiten jetzt mit Mulch und haben also die Erfahrung gemacht, dass mit einem Mulchverfahren wir die Kultur nicht mehr zusätzlich düngen müssen. Was machst du sonst noch anders? Ich denke, was wir versuchen, oder was mir ein grosses Anliegen ist, ist der soziale Kontakt zu haben. Also das Soziale ist ja auch ein Kreislauf. Eigentlich, also so wie der Düngerkreislauf, gibt es wie auch den sozialen Kreis, wo es so einen Hof gibt. Und das ist schön, wenn man den kennt. Und wir investieren viel Zeit jetzt, um die Leute anfangen kennenzulernen, die unser Gemüse auch essen. Wie macht ihr das? Also haben wir jetzt ein Projekt, wo wir jetzt in Zürich angefangen haben, wo Leute sich zusammentun und einen Ort haben. In diesem Ort liefern wir Gemüse. Wir helfen mit, dort ein Sortiment entwickeln, mit auch nicht nur unseren Produkten, aber unseren Standards entspricht. Und die Leute dort betreiben den Laden, zahlen den Beitrag an die Landwirtschaft, einen Grundbeitrag, einen Risikobeitrag und können dafür das Zeug dort margenfrei beziehen. Das System finde ich sehr spannend, David. Aber warum machst du das? Völlig etwas Neues. Es gibt so lässige Sachen von solidarischer Landwirtschaft und es gibt Abosysteme und du kannst auch die Reformhäuser liefern. Warum musst du, weiss der Teufel, noch etwas Neues erfinden? Also ich muss sagen, man kann ja die solidarische Landwirtschaft schon als Königsweg sehen, aber man muss sehen, dass das Leute sind, die wahnsinnig informationsnäher schon sind. Also die sind sich der Thematik bewusst und sie haben sich schon unglaublich viel geeinigt. Also wir haben ganz viele Leute bei uns, die haben vielleicht einmal ein Go-Bio-Produkt gekauft oder so, aber sind auch der Denner ist näher, sie sind auch viel in Denner oder so und jetzt sind sie bei uns, weil es ist ihr Quartierladen, es ist bei ihnen und sie kommen dort auch alles über und es entsteht das Gefühl von Eigen und die Schwelle ist wahnsinnig niedrig. Ich kann auch einfach mal einen Kaffee trinken, musst noch nicht gerade Mitglied werden und so. Und das schafft einfach einen anderen Zugang. Ja. Ist das ein bisschen deine Interpretation, was das Biodynamische ist? Ist einfach meine Interpretation vom Leben und darum bin ich beim Biodynamischen. Und was ist das genau? Ja, können selber denken und das in die Tat bringen. Wir stehen jetzt hier im Hofladen von Gut Rheinau. Neben mir sind drei Landwirtinnen. Auf so einem grossen Betrieb ist es natürlich eine besondere Herausforderung, Mutter und Kinder und alles zusammen und Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen. Wie löst ihr das? Also meine Lösung ist natürlich jetzt, dass ich schon älter bin und dass ich das jetzt kann machen, wo meine Kinder draußen sind. Aber ich habe jetzt die Lösung gefunden mit den zwei Kolleginnen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir sind ja da als GmbH organisiert und da habt ihr ja Betriebsleitersitzungen und so. Sind ihr da immer dabei? Wie läuft das genau ab? Immer dabei, das machen wir darum am Montagmorgen, wenn die einen schon in der Schule sind. Und die anderen Kleinen sind halt dann dort auch dabei. Und was besprechen ihr da? Tägliches, Personelles, Strategisches, alles, was auch für Zukunft wichtig ist. Macht total Spaß mit allen zusammen. Was ist denn Spezielle auf einem biodynamischen Betrieb, wo ihr könnt einbringen und wo neues Anliegen ist, so in der Kultur oder was immer auf so einem Betrieb? Ja, was wir halt hier sehr gern machen und zelebrieren, sind natürlich unsere Jahresfeste, dass die Gemeinschaft halt die feiert und eine Gemeinsamkeit auch findet in dem Ganzen und Freude haben an allem. Ist das wichtig auf einem biodynamischen Betrieb, dass man Freude hat? Ich glaube, das ist sehr wichtig, ja. Ich glaube, das ist allgemein sehr wichtig. Wir sind ja bewusst eine Hofgemeinschaft, eben mit sehr vielen Menschen. Und dass es Menschen schön und gut haben, miteinander müssen einfach auch festen. Also, und sich nicht nur ihrer Arbeit begegnen. Ich meine, wir machen das alle aus Freude und sicher auch mit sehr viel Einsatz.
Und es ist nicht, die Belohnung davon ist jetzt nicht irgendwie der hohe Lohn. Aber ich glaube, das ist auch häufig so in der Landwirtschaft. Und wir sind einfach auch Idealisten und wollen Spass haben. Aber Idealisten wollen Spass haben. Viele von unseren Kursteilnehmern, das weiss ich aus vielen Gesprächen, ist, dass viele Bauern von biologisch auf biodynamisch umsteigen, weil ihnen die Frau sagt, also machen Sie mal biodynamisch. Und viele, entweder kommen dann Frauen in den Kurs oder Männer werden geschickt von den Frauen zu Hause. Und vielfach sind es Frauen, die aus der Stadt kommen, die dann irgendeinen Bauer heiraten und dann machen sie bio oder biodynamisch. Warum ist das so? Echt? Kannst du das nachvollziehen? Ja, irgendwie das Biodynamische spricht vielleicht mehr die weibliche Seite an, weil es halt viele sinnliche Aspekte noch hat, die jetzt nicht so erklärbar sind, jetzt, oder nur auf der Maschine oder mit der Maschine. Ja, ich denke, die Elemente sind den Frauen vielleicht näher oder wichtig, ja. Jetzt gerade auch, eben, sei es jetzt Zusammenleben, weil es auch viele grosse Gemeinschaften gibt, oder jetzt eben mit Arbeit mit Betreuten, oder ja, wo es ums Soziale angeht. Das ist nicht nur der Boden und Maschinen und Produkte, die draussen stehen. Also ich habe auch zuerst einfach so, bin auf vielen verschiedenen Demeterhöfen im Ausland gewesen und habe einfach auf jedem gespürt, da ist einfach noch etwas anderes lebendig, nebst einfach rein so, wie viele Kühe haben wir, wie viel Milch kommt davon raus. Also auch der Mensch ist da so wirklich wichtig im Zentrum und das spricht, ja, wie du sagst, das ist schon einfach etwas an bei uns, also das, auch das Geistige, einfach das, und das ist alles offen und frei, das muss ich betonen. Also es ist, eben, jeder Hof ist auch wieder völlig anders, jede Hofgemeinschaft ist, einfach die Menschen, die dort sind, gestalten das so wirklich aktiv mit und es geht nicht nur eben um Input, Output bei einer Kuh oder um Nährstoffberechnungen oder Futtermischwege, sondern auch die Beziehung zu jedem Wesen da, nicht nur zu jedem Mensch, zu jedem Tier, kann jeder eine Beziehung eingehen und das... Das macht einfach wichtig, finde ich. Gerade auf den Standort, dass man, also wegen Standort, dass man auf das eingeht. Wie ist es denn da? Also eben, das gibt es kein allgemeines Rezept in dem Sinne. Ja, und auch nicht einfach der Mensch als Störfaktor, quasi eigentlich machen wir, sollten wir alles in Ruhe lassen, sondern was kann der Mensch da fördern, einbringen, kulturell so. Das, glaube ich, also, weiß nicht, spricht halt oft so, dass die weibliche Seite, genau, also wirklich weibliche Seite im Mensch. Ich glaube, das ist wichtig, dass die biodynamische Landwirtschaft den ganzen Mensch in einer weiblichen und einer männlichen Art hat. Und danke vielmals, dass wir da haben dürfen, so ein bisschen Detail hineinschauen von eurem Hof.